Dinge, weil das Ziel des Ganzen ist es natürlich, das Beuteziel mittels eines Kebisses töten zu können. Es hängt nämlich damit zusammen, dass beim Kebis funktioniert das relativ gut, das wird von klein auf trainiert, man muss natürlich gut darauf aufpassen. Wenn ich jetzt hier nämlich ein bisschen nur daneben beißen würde, bekommt das Beuteziel noch mit, was passiert, fängt natürlich an, sich zu wehren, auszutreten etc. Und wenn einmal die Rippen oder Brustkorb oder etliches gebrochen ist, dann gibt es das hier natürlich nicht mehr lange, deswegen muss es hier natürlich sehr gut abgestimmt werden. Warum machen die das jetzt nicht im Nacken, wenn sie dem Tier sowieso schon nachlaufen? Das hängt damit zusammen, wenn ich im Nackenbereich einen Fehler mache, wäre das viel, viel schlimmer für die Tiere. Beim Nacken ist natürlich der ganze Hirnschädel in der Nähe und der ist irrsinnig hart. Und die Zähne von Geparden sind viel zu weich. Also die würden, wenn er sich jetzt hier quasi verbeißen würde, einfach abbrechen und dann kann das Tier natürlich gar nicht mehr auf die Jagd gehen. Deswegen ist es auch so, dass die meisten Katzen das eben über den Kebis machen, nur ganz wenige das im Nacken machen und auch nur ganz wenige Arten überhaupt wie keinen Schädel knacken können, weil wir hier dann doch eine ganz andere Hau bzw. natürlich auch Zahnleistung brauchen, damit das überhaupt bei den Zähnen funktionieren kann. Aber wie gesagt, es wird dann von klein auf natürlich schon einmal beigebracht, so wie wir das von unseren Hauskatzen kennen, dass die eben so kleine Mäuse etc. bekommen in ihrer Jugendphase, um das hier noch einmal alles relativ gut üben zu können. Bei den Hauskatzen ist auch ein relativ gutes Stichwort, und zwar ist es so, dass der Gepard und die Hauskatze beide zu den Kleinkatzen mit dazugehören. Das hängt hier jetzt nicht mit der Körpergröße zusammen, der Puma, der ist zum Beispiel auch bei den Kleinkatzen mit dabei, ist auch genetisch gesehen der nächste Verwandte von Geparden. Das hängt hier damit zusammen, wie die Lautgebung funktioniert. Also wir kennen das von unseren Hauskatzen, dass die beim Ein- und beim Ausatmen schnurren können. Das können Großkatzen oder Löwe zum Beispiel mit dazugehören, theoretisch nur beim Ausatmen. Aber dieses sehr laute Brüllen, das wir eben von Löwen kennen, das wird ein Gepard jetzt nicht zustande bringen, weil das hier eben, wie gesagt, vom Stimmapparat einfach gar nicht mehr funktionieren kann. Was beim Gepard natürlich auch noch sehr charakteristisch ist,